Wow, du lieber Fisch, bei dir gibt es einen Shift im September. Und zwar geht es wirklich darum, dich zu erkennen, dich an dich zu erinnern und vor allem deine Träume, deine Visionen für dich ja, zu benennen innerlich. Also wirklich auch klar zu haben für dich, was du möchtest und wieder deiner Weisheit so ein Stück weit zu folgen. Ich habe so das Gefühl, weil da hat sich jetzt auch das Rückblatt umgedreht und da ist die machtvolle Energieverschiebung und sich zu sehr festklammern. Das geht raus. Ich habe so das Gefühl, du warst vielleicht eine Zeit lang sehr befangen mit Themen, die dich halt so begleitet haben, wo irgendwas festgefahren war, wo irgendwas erschüttert wurde, ja, durch die Energieverschiebung hier eben auch, wo etwas wirklich ja, befangen war in dir eben auch und du bist immer wieder erinnert worden daran, wer du eigentlich wirklich bist und konntest aber vielleicht deiner Weisheit an dem Punkt noch nicht so richtig folgen. Und das ändert sich, ja, weil hier kommt eine absolute Klarheit hinein und zwar eine Klarheit darüber, dass du zu viel gearbeitet hast, womöglich, dass du zu viel Ablenkung gehabt hast, auch vielleicht von deiner Seelenmission, dass du da einfach wirklich vielleicht auch zu viel an dir gearbeitet hast, auch kommt, ja, also das auch, ja, also es kann hier auch wirklich sein, zu viel im Außen gearbeitet, zu viel abgelenkt, das ist der Hauptschwerpunkt, ja, aber auch manche arbeiten da vielleicht auch zu viel an sich selber, weil sie Klarheit suchen und die Klarheit ist aber da. Und das wird dir aber hier klar, weil diese Klarheit bekommst du, dass alles da ist und integrierst es wieder in dich, weil du erinnerst dich, ja, und das ist total schön. Was geht raus? So ein bisschen die Orientierungslosigkeit, ein Zyklus endet hier und auch so ein bisschen diese Spiegelwirkungen, ja, wo du ganz stark gespürt hast auch vielleicht, wie bereit bist du in manchen Situationen was zu tun und was zu geben und wo vielleicht auch eben nicht und dass du das vorher gar nicht so wahrgenommen hast und dadurch ändert sich's aber, ja, weil du dadurch den Fokus wieder auf dich geschalten hast und zwar auf das, was du wirklich möchtest, ja, also wirklich, was deine Weisheit aus dir heraus wirklich spricht, die Klarheit auch darüber, dass du dich vielleicht zu strukturiert hast, zu viel gearbeitet hast, wo jetzt eine Ruhephase für dich anbricht, die du zur Sortierung nutzen kannst. Und da geht es jetzt wirklich darum, dieses loszulassen, da wirklich zu sagen, okay, das darf sein, ja, ich habe mich vielleicht vorher klein gefühlt, ich wusste vielleicht nicht wohin, ich hatte vielleicht auch Angst davor, dass ich jetzt mich neu orientieren muss, ja, aber im Grunde steht mir eh danach der Sinn und das wird, im Endeffekt wird ja alles gut werden, weil das ist die Schöpferenergie, ja, da wirst du dich getragen fühlen, geleitet fühlen, da wirst du einfach mit deiner Energie auch die Resonanz bekommen, die du wirklich willst, ja, weil du nicht mehr in der Schöpfung etwas tust und das wird dir hier auch klar, sondern aus deiner Klarheit heraus, aus deiner Liebe heraus, aus deinen Visionen heraus, weil das, was da jetzt einfach für dich gerade der Umbruch ist, du gehst jetzt in eine Transformation, du gehst jetzt hinüber in das Reich der Geister quasi und damit ist gemeint, aber in die Weisheit, du öffnest wieder deine Flügel, es geht jetzt um dich und deine Reife, deine Seelenessenz, die da jetzt wieder in der Verwirklichung stehen will und das hat sie sich bisher noch nicht getraut, hier ist es mir noch nicht wirklich eingetaucht, ja, in dieses Reich der Möglichkeiten und das kommt aber jetzt auch, weil man sich jetzt bewegt wieder, weil man jetzt beginnt wieder mit seiner Synergie, mit seinem Ursprung, mit seiner Energie zu leben und damit geht das auf, ja, und damit hört man auch wieder, was die geistige Welt einem zur Führung sagt und mitgeben will und damit geht das raus, ja. Das, was vielleicht gebremst hat, was vielleicht jetzt wichtig war, auch für dich zu sehen, war einfach aus der Vergangenheit heraus auch die Ahnenthemen, nicht nur aus deiner Kindheit, sondern einfach so generell vielleicht auch ein bisschen in deinem Seelenkollektiv, wo es auch darum gegangen ist, vergangene Schwerpunkte zu erkennen, ja, auch wiederkommt benennen, ja, also wirklich auch dieses bewusste Loslassen auch. Ich bekomme immer wieder dieses bewusste Loslassen auch, weil du bist hier dabei, jetzt in die Klarheit, in die Klarsicht, in deine Hellfähigkeiten hineinzukommen. Du siehst den Aufbruch nur. Du siehst das Ziel im Aufbruch nicht. Du bist unterwegs, ja. Du hast den spirituellen Lehrer hier dabei, du hast den inneren Kompass, ja. Also du bist da auch frei, nur du siehst den Weg noch nicht und da geht es jetzt quasi um dein Vertrauen. Ah, da haben wir es jetzt auch, ja, wunderschön. Ja, auch beim nächsten Schritt haben wir auch. Du siehst den Weg hier noch nicht, ja. Der Weg auf der Schattenseite, du siehst ihn noch nicht und da geht es jetzt darum, wirklich zu vertrauen und eben dich leiten zu lassen und nicht hier etwas zu erwarten, was gar nicht stimmig ist, sondern geh vom Besten aus, damit das Beste auch zu dir kommen kann. Das ist das, was da gesagt werden will. Und gib dir,
ja, und dem, was vielleicht einfach war an alten Geschichten, quasi die Gnade und lass es dadurch einfach ja, akzeptieren und entscheide dich jetzt für was anderes, weil danach steht dir das Sinn, das ist die Heilung und die Suche nach dir selber, wo du dich plötzlich im Großen erkennst. Ja, tatsächlich auch, ja, wunderschön, weil auch hier, ja, da ist einfach eine neue Energie auch in den Gefühlen, die hineinkommen will. Auch die Dankbarkeit darüber, dass man das jetzt vielleicht auch erkannt hat und erfahren hat, dass man da für sich noch nicht verbunden war, sich noch nicht angenommen gehabt hat, noch klein gefühlt hat, was auch immer, was seine Träume angegangen ist. Und jetzt kommt man in die Umsetzungsenergie, weil man nicht mehr gegen seine Klarheit ankämpft, sondern Klarheit bekommt für sich. Wunderschön. Und was sagt der Rat der Hohepriesterin? Ja, Lumi, Heilung, Neuanfang. Hier geht es darum, seine Ströme im Körper wieder in den Gleichklang zu bringen, sich zu besinnen auf das, was man wirklich will und wieder zu fühlen, in die Visionen einzutauchen, in dieses, was will ich wirklich auch und das dann in die Umsetzung zu bringen. Also eine neue Starterenergie, die jetzt im September für dich, lieber Fisch, erwacht. Ich freue mich sehr. Das heißt, für dich ist jetzt einfach Ruhe und mehr Zeit für dich mehr. Ja, so einfach diese herbstliche, ruhige Stimmung, wo du ja vielleicht auch so wie der Herbst manchmal regnerisch ist, auch vielleicht so alte Themen, die vielleicht noch so gefühlsmäßig wichtig sind, so auch ein Stück weit loszulassen, einfach nochmal ganz bewusst, wenn irgendwie so ein Schwall hochkommt von Reflexion, gehen zu lassen und wirklich so dieses Neue einzuatmen, dich damit zu verbinden, ja, dich da wirklich zu fühlen und dich in dir, in dem, was du wirklich willst, doch wieder zu finden und dich dann nicht zu stressen, sondern einfach Step by Step deinen Kompass dann nachzudrehen. Gut, du lieber Fisch, ich hoffe, wir werden uns ganz bald sehen. Am Sonntag um 19 Uhr komme ich live. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare weitere ja, Septemberreise. Bis ganz bald. Baba, du bist bereit.